Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei eHajo. Ich habe was Cooles bestellt, was richtig Cooles, glaube ich, hoffe ich. Heute, an dem Tag, wo das Video veröffentlicht wird, ist die Make Munich Samstag, 12 Uhr. Ich stehe jetzt wahrscheinlich schon am Stand und ich verkaufe auf der Make Munich meine Absaugungen, unter anderem diese Fume Tractors. Und da ich mir dachte, ja, das Zeug kostet halt doch so um die 50 Euro, wird es für manche Leute wahrscheinlich kompliziert, das Zeug in Bar zu bezahlen. Denn jeder zahlt heute mit Google Payment und Kreditkarte und weiß Gott was. Also dachte ich mir, Hajo, hol dir mal so ein Teil. Das ist ein EC-Kartenleser-Dingens von iZettel, heißt die Firma. Und ja, die haben im Prinzip, da gibt es ein paar Firmen und die haben alle die gleichen Konditionen. Mir hat das jetzt am besten gefallen, weil mir die App von ihnen am besten gefallen hat, habe ich mir vorher alles angeguckt. Das Teil ist quasi ein Kartenterminal. Man steckt unten eine EC-Karte oder eine Kreditkarte rein. Man hat auch so ein Funk-Dingens innen drin, dass man quasi irgendwas drauflegen kann, also diese Funkkarten oder mit dem NFC, dass man das Handy drauflegt und dann kann man das Handy bezahlen. Wie auch immer das funktioniert. Ich lasse mich überraschen, ich hoffe, das funktioniert. Ich werde es vorher nicht testen. Nee, natürlich nicht. So, das ist der weiße iZettel-Reader. Das ist die Nummer 2, die ich gekriegt habe. Denn die Nummer 1 ist die hier, die ist kaputt. Es ist ein Kartenlesegerät. Und da ja gerade so Thematiken wie PIN-Nummern und so doch sehr sicherheitskritisch sind, haben die natürlich ein paar Sicherheitsmerkmale im Lesegerät drin. Und deswegen kann man den nicht einfach so aufschrauben. Ich dachte mir so, jetzt schraub's mal auf, guck's mal rein, was drin ist, weil ist ja doch eine interessante Thematik, gerade mit diesem Near-Field-Communication und so, habe ich gedacht, guck ich's mal an. Hab quasi eine Schraube rausgedreht, hab innen drin einen Klick gehört, hab eingeschaltet und dann war quasi dieses Bild hier zu sehen, Reader Damaged, weil eben die Software erkannt hat, dass ein Manipulationsversuch vorliegt. Also war er kaputt. Also musste ich mal einen neuen holen, weil kaputt, neuer damit, halt zahlen kann damit. Ich habe an diesem Reader jetzt sämtliche Sicherheitsmerkmale entfernt. Ich habe ihn schon komplett auseinandergeschraubt, habe sämtliche Sicherheitsmerkmale entfernt, damit ich nicht jetzt an dem Video irgendwas verrate. Ich kann euch nur so viel sagen, wenn ihr das Ding manipulieren wollt oder wenn ihr vorhabt, das so zu manipulieren, dass ihr irgendwie eine PIN-Nummer oder so von dem Kunden auslesen wollt. Nee. Also rein grundsätzlich nee, aber rein technisch, nee, geht nicht. Also das Ding ist meines Erachtens, ich habe es auseinandergebaut, ich habe reingeguckt, ich habe echt lang gebraucht, um alle Sicherheitsmerkmale zu entfernen. Ich hoffe, ich habe alle entfernt, den haben wir schon. Probiert es einfach nicht. Wenn ihr das hinkriegen wollt, dass dieses Ding irgendwie manipuliert wurde, dann sieht es so aus wie bei mir, dass es irgendwo zermatschgert oder was auch immer ist. Weil man das schon mal grundsätzlich gar nicht öffnen kann, ohne dass man irgendwie das Gehäuse beschädigt. Wenn man es so öffnen möchte, dass man es manipulieren könnte. Also Leute, wer irgendwo mal so einen Reader hat und man hat hier irgendwo verdächtige Merkmale, irgendwas sieht aufgeschnitten oder so auf, dann wurde der wahrscheinlich manipuliert und dann könnte es sein, dass man die PIN von euch ausliest. Aber rein grundsätzlich behaupte ich jetzt mal, ist es da drin de facto nicht möglich, dass man da irgendwie sich versucht, das zu manipulieren. Wie gesagt, die Merkmale sind entfernt. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. An sich hätte man es leicht aufbringen können, wenn man alle Schrauben rausgekriegt hätte, aber ich habe das irgendwie verpeilt. Und dann fängt es quasi mit einem interessanten Bauteil an. Hier haben wir noch erstmal noch nichts zu sehen. Und wir haben einen ganz schönen, dünnen. Soll man den sprengen? Schreibt mal in die Kommentare rein, wenn ich mal so einen Lithium-Ionen-Akku kaputt brennen, verbrennen, Lithium-Polymer-Akku kaputt machen soll. Wir haben einen Lithium-Polymer-Akku drin, 3,7 Volt, 620 mAh/Stunden. Also der hat schon vernünftige Kapazität für die Dicke. Passt auch exakt hier rein. Also ein schöner kleiner Lithium-Polymer-Akku. Wir können hier auch schon mal gleich erkennen, die Kontakte auf dieser Seite mit den Kontakten auf der Rückseite verbunden, hier über Federleisten. Da ja der Reader so eine Dockingstation hat, den kann man in die Dockingstation eindocken, dann kann man hier hinten quasi kontaktieren und laden und so entsprechend. Ich gehe mal davon aus, dass die auch programmieren und sowas über diese Schnittstelle da hinten. Genau, und jetzt schrauben wir hier mal weiter auf und gucken, was die alles für geile Hardware verbaut haben. Wir haben hier die PIN, das PIN-Pad, wo man die PIN eingeben kann. Wir haben hier oben das Funkzeichen, das heißt, hier dahinter wird irgendwo
wahrscheinlich irgendwie eine Antenne versteckt sein. Auf der Seite der kleine Zettel, der hier raushängt, der i-Zettel quasi sozusagen, einfach hier eingeklippt. Also den könnte man rein theoretisch, wenn es einen stört, wahrscheinlich rausreißen. Das Ganze so verbaut, dass man hier diese Plastikabdeckung erstmal rausnehmen kann. Und dann kann man auch schon den gesamten Laser aus der Halterung nehmen. Hier ein bisschen Schaumgummi, damit das Display schön aufdrückt, damit hier nichts scheppert und die Ausnehmung, da noch nichts Spannendes drin. Und jetzt sehen wir schon wundervoll, wundervoll die Antenne. Wir haben ja NFC, das heißt, wir reden ja von niedrigen Frequenzen. Bei diesen niedrigen Frequenzen reden wir von einer magnetischen Kupplung. Für eine magnetische Kupplung müssen wir natürlich eine Spule aufspannen. In dem Fall hier eine Spule aufgespannt. Das Ganze, so wie es aussieht, eine Flexplatine. Ich kann es ja mal kurz, ja, definitiv. Eine Flexplatine, die auf einen Kunststoffrahmen aufgeklebt wird. Eine ganz, ganz tolle Lösung. Die Flexplatine geht dann hier nach oben und endet da oben in einem Stecker, wo quasi zwei Pole dann in diesen Flachstecker enden. Wir haben hier oben noch kleine Schräubchen drin. Und schon fällt uns das Tastenfeld, das hier, wie wir es ja eh schon kennen, auf Goldkontakte runterdrückt. Und der Laser, die Antenne für das NFC entgegen. Auch das Display hängt mit dran, hat hier einen Flachstecker. Und wie gesagt, man kann es hier wieder sehr gut erkennen, eine kleine Flexplatine, die dann hier aufgeklebt wird. Finde ich einen interessanten Prozessschritt, das hier so aufzukleben. Nicht ganz so ohne, denke ich mal. Vor allem auch diese große Platinenfläche, die man eigentlich benötigt dafür, dass man innen drin die Luft wieder rausschneidet. Auf dieser Seite nicht großartig viel verbaut. Hier oben die vier LEDs. Man hat hier oben, sieht man es durch das Display leuchtend, vier Status-LEDs, die hier abgebildet sind. Man hat hier seitlich die Taste. Man hat hier den Micro-USB-Stecker, wo man den ganzen Card-Reader laden kann. Und hier nochmal eine kleine Side-View-LED, kann man erkennen, die dann anzeigt, wenn das Gerät geladen wird. Nachdem wir die zwei Schrauben entfernt haben, geht dieses Plastikcover hier ab und wir kriegen quasi das Innere, die interessanten Teile des Lesegeräts zu sehen. Wir beginnen mit dem Herzstück des Kartenlesers, dem Kartenleser. Das ist ein komplett fertiges Kunststoffmodul, das quasi die Kontakte von der Chipkarte hier unten auf die Platine bringt. Ich demonstriere das Ganze jetzt mal hier anhand der Jahreskarte vom Deutschen Museum, die ich jedem ans Herz legen kann, da das Deutsche Museum eins der coolsten Museen auf der ganzen Welt ist. Die Karte wird hier hineingesteckt. Hier ist ein leichter Federmechanismus, wo das einrastet. Dann hält die Karte ganz gut. Normalerweise befindet sich ja auf der Unterseite dann der Chip, der dann kontaktiert wird und der die Daten an die Platine weitergibt. Das Herzstück betrachten wir ganz zum Schluss natürlich. Spannung bis ans Ende. Wir haben hier oben, kann man glaube ich ganz gut erkennen, das hat hier oben eine kleine Öffnung, einen Lautsprecher. Der Kartenleser kann ja auch entsprechend Geräusche von sich geben. Das hier oben ein kleiner Piezo-Summer von der Firma Grevus BME. 1703M, findet man keine Daten online, wird eine Sonderanfertigung für das Ding hier sein, denke ich mal. Gibt nur andere Typen, also den Typ habe ich leider nicht gefunden. Dann pfeift dieser Summer hier direkt über Bluetooth hinweg. Hier haben wir ein fix fertiges Bluetooth-Modul von der Firma Taido Juden. Taido Juden kennt man. Das ist eigentlich ein Kondensatorhersteller. Die haben auch fix fertige Bluetooth-Module mittlerweile im Angebot. In dem Fall ein Bluetooth-Modul mit einem ARM Cortex-M4 drauf und mit einer fix integrierten Antenne auch hier auf der Seite, wie man das sehr gut erkennen kann. Natürlich wieder wie immer alle Daten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier oben der Micro-USB-Stecker, so ein bisschen ESD-Schutzbeschaltung, wie man das halt so kennt von USB. Dann die Side-View-LED hier mit einem weißen Bestückdruck, damit man die auch richtig schön leuchten sieht nach draußen. Eben für die Anzeige des Ladestatus. Ich weiß gar nicht, ob das eine Multicolor-LED ist. Ich glaube schon, die kann sicher zwei Farben, damit man sieht, wenn das Ding fertig geladen ist. Ein kleiner seitlicher Taster zum Einschalten des Readers.
Und hier jetzt der große spannende Teil. Das hier ist alles die Anpassung für das RF Frontend. Wir reden ja hier von NFC-Thematiken, also 13,56 MHz. Hier das passende Frontend dazu, Phasenverschiebungen, Symmetrierung und was man alles braucht dafür. Denn dieses Frontend hängt an einem Chip der Firma NXP, die kennt man, ein sehr guter Hersteller für gerade RFID-Thematiken, CLRC66302. Das ist ein Multiprotokoll-RFID-Frontend, eben 13,56 MHz und der kann halt eben so Dinge wie ISO 14443 und MIFARE, was man halt so auch benötigt, um mit den Handys zu kommunizieren. Hier kommt der Akku rein, das heißt, hier hat man ein bisschen Akkuschutzbeschaltung, Verpolschutz, einen schönen großen Akkuladeschaltung, alles hier mit integriert. Wir ziehen hier weiter nach unten. Wir haben hier eine kleine Stützbatterie nochmal mit drauf. Das Einzige, was ich jetzt als Sicherheitsmerkmal nicht entfernt habe, wir haben nochmal eine kleine Stützbatterie, die auf jeden Fall Low Power unseren Mikrocontroller versorgt. Und der Mikrocontroller benötigt, wie man hier oben erkennen kann, ich meine, ich brauche ja nichts dazu sagen, ihr wisst es ja eh schon alle. Ne? Hier haben wir einen Mikrocontroller und hier haben wir so einen 8-Pinner. Auf dem 8-Pinner steht SST 26F032B drauf. Brauche ich gar nicht erklären, oder? Ich meine, ihr wisst es alle, 32 in dem Text mit drin. Also ein 32 Megabit Serial Flash von der Firma Microchip. Also runtergerechnet 4 Megabyte SPI Flash. Und jetzt das Herzstück von dem Ganzen. Wir haben hier einen wirklich, wirklich, wirklich krassen Hightech-Chip verbaut. Wie man auch erkennen kann, ein BGA, und zwar ein Maxim, kann man an der Bezeichnung schon erkennen. Also das Ding heißt Max32550 und so die meisten Chips, die mit Max anfangen, sind eigentlich von der Firma Maxim. Ein Deep Cover Secure ARM Cortex M3 Mikrocontroller. Das Ding ist richtig, richtig krass Hightech. Der hat so unglaublich viele Sicherheitsmerkmale und Sicherheitsdinger eingebaut, das eigentlich gar nicht mehr wahr sein kann. Der hat 8-Line Secure Keypad, mit dem kann man also so ein Touchpad sicher abfragen. Der hat alle möglichen Sicherheitskriterien drin, der hat alle möglichen Verschlüsselungstechnologien in Hardware bereits drin. Also das ist ein richtig, richtig krasser, cooler Chip. Also wie gesagt, in der Videobeschreibung, wie immer, der Link zum Artikel. Guckt euch mal das Datenblatt von dem Teil an. Der taugt definitiv was. Ja, das war's schon mit den spannenden Bauteilen. Warum das Loch da oben ist, das habe ich noch nicht rausgefunden. Würde mich auch mal interessieren, weil eigentlich ist da großartig nichts, dass da ein Loch drin sein muss. Vielleicht einfach nochmal, dass die RFID-Antenne besser funktioniert. Ich weiß es nicht. Ja, ansonsten war's das hier mit dem Ganzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns heute auf der Messe und ansonsten irgendwann beim nächsten Video. Ciao!